Hallo zusammen. Ja, was ihr hier seht, ist ein Parkplatz. Hier so im mehr oder weniger nirgendwo. Und da ich heute ziemlich erschöpft bin, habe ich mir gedacht, ein Parkplatz im Nirgendwo gegen Mittag schon trifft sich ganz gut. Schön Mittagessen gleich. Ein Schläfchen machen und einfach den Tag mal ein bisschen entspannen. Hört sich blöd an, wenn man erst ein paar Tage unterwegs ist, aber wenn man mehr oder weniger in 3 Tagen 3 Tankfüllungen verbraucht hat, weiß man, was man gefahren ist. Und eine Tankfüllung sind gute 80 Liter. Aber weswegen ich hier filme, ist, es gibt hier natürlich auch was zu sehen. Und das würde ich euch jetzt gleich gerne zeigen. Also wie immer, wenn ihr mögt, bleibt dran. Und zwar diese Ansicht. Ist doch wunderschön, so eine Schwebebrücke, oder? Oder Hängebrücke. Ihr werdet es wissen. Ich finde es einfach nur schön. Das Gute war, oder das irgendwie Lustige, gerade auf dem Weg hierhin, musste ich wieder durch einen großen Tunnel. Und die Norweger schaffen es tatsächlich, auch in einem Tunnel einen Kreisverkehr einzubauen. Es ist unglaublich, was die hier technisch alles machen. Während bei uns ja ein Kreisverkehr in der Stadt schon eine Mammutaufgabe ist, gefühlt. Und dann das Ganze auch noch so schön blau beleuchtet. Herrlich. Naja, ich werde jetzt mal da runtergehen und schauen, was es noch so gibt. Dieser Weg hier runter ist eigentlich ganz schön gemacht, wenn ihr das hier so seht, so in Serpentinen. Deswegen verstehe ich die Leute nicht, die oben parken, die hechten aus dem Auto, aber wirklich hechten, rennen oben zu diesem kleinen Aussichtspunkt, machen klack, 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 3 Fotos, rennen zum Auto zurück und weiter. Ist wahrscheinlich auch eine Art von Urlaub, aber das stresst mich ja schon beim Zuschauen. Hier gibt es auch noch Kunst am Wegesrand. Da unten steht ein kleines Schild an der Seite, das ist wohl abgefallen. Wenn du unter der Brücke einen Kuss gibst oder bekommst, sieh es einfach als Kuss und nicht als irgendwas anderes. Ein Kuss bleibt ein Kuss. Norwegische Philosophie. Und schaut mal, wenn man hier runter geht, wird man auch belohnt. Noch ein kleiner Wasserfall. Aber nicht weniger schön mit dem ganzen Grün dazwischen. Richtig ursprünglich. Jetzt stehe ich genau vor der Hardanger Brua, 1380 Meter lang, die einmal hier über den Hardanger Fjord geht. Unheimlich beeindruckendes Bauwerk. Man kann sich die Größen immer so schlecht vorstellen, deswegen vielleicht mal ganz gut, so einen großen LKW zu sehen oder ein Auto dazwischen. Und wie sie dann gleich da hinten in diesem kleinen schwarzen Loch verschwinden. Wunderbares Bauwerk. Und auch wenn ich hier einmal so hochschwenke, schon eine beeindruckende Höhe. Und weiter geht es hier in so einen illuminierten Tunnel. Ich denke, man kann das schon ganz gut erkennen. In Regenbogenfarben. Wunderschön gemacht. Und so geht es weiter im Tunnel. Hinter mir kommt leider jemand, der ein bisschen rumpfeift. Das stört mich gerade. Aber der Autolärm ist ja auch noch da. Also daher.
Aber ist das nicht klasse gemacht? Und so sieht es in den Tunneln unten, wo dieser Kreisverkehr zum Beispiel war, auch aus einer Beleuchtung. Ganz toll. Und das zieht sich hier weiter. Ich denke mal, dass dieser Weg bis auf die Brücke führt. Das wäre natürlich klasse. Ja, man kommt tatsächlich auf die Brücke. Das ist ja so genial. So, meine Lieben, hier nochmal ein Schwenk über das Hardanger Fjord von mehr oder weniger aus der Mitte der Brücke. Ich habe es jetzt eher optisch am Fjord orientiert. Die Mitte der Brücke ist, glaube ich, noch ein kleines Stück weiter. Aber so sieht es halt rundum aus. Ich hoffe, das war okay vom Schwenken. Und mit diesen fantastischen Bildern würde ich wieder sagen, das war's. Macht's gut, euer Markus.